So, neue Produktion, neues Glück. Ich mache jetzt Dramaturgie bei Das Mädchen Rosemarie, macht der Milan Peschel von der Volksbühne. Guter Regisseur eigentlich. Hermann spielt wieder mit, Matthias Max Hermann. Der ist allerdings jetzt nicht mehr so gut wie in der Octavia. Seitdem ist er ein bisschen ausgebrannt. Ist auch eigentlich eine Fehlbesetzung und ich denke, ich muss den jetzt bei Rosemarie rauskegeln. Also schützen, einfach, dass der nicht ausbrennt. Muss ich mal mit Milan reden. Ja, ich meine, die Hauptsache ist, dass er jetzt erstmal Hardrock nicht spielt. Also das, er ist kein Hardrock. Und ich finde es auch menschlich ziemlich daneben, weil der nutzt das gnadenlos aus. Ich meine, was der mit der Juliana auf der Probe macht. Wie würdest du das finden, wenn du die Rolle spielst? Nee, wirklich, danke. Aber du warst doch mal Schauspieler früher. Ja, aber... Ich meine, du warst eigentlich keiner, weil du ja ein ganz schlechter Schauspieler warst. Ich fand das ja eine total kluge Entscheidung. Dass du, also das spricht ja eher für dich, das spricht ja für deine Qualitäten. Denn doch wieder irgendwo, ja, auf eine Art auch als Schauspieler. Ehrlich gesagt mag ich nicht mehr mit Schauspielern arbeiten. Ich möchte eigentlich viel mehr mit richtigen Menschen arbeiten, wie zum Beispiel mit Dramaturgen. Ich habe einfach tierische Bühnenangst. Ich möchte das aber so. Ich kriege Schweißausbrüche, ich kriege Panikattacken, wenn ich auf der Bühne stehe. Und du weißt gar nicht, was du mir damit antun würdest. Ich mache das nicht, okay? Also, wenn wir irgendwie was für Juliane tun wollen, dann musst du das machen. Der hat die da abgeknutscht, ich habe gesehen, was du da ruminszeniert hast. Das kann ich doch alles nicht leisten. Kann sie wischen, ja. Gut. Vielleicht kann sie dich abknutschen. Hast du darüber mal nachgedacht? Ja, gut. Vielleicht freut sie sich drüber. Das wäre schön, aber. Komm, wir machen das. Du schaffst das, komm. Was ist das? Was ist das? Nee. Ich bin dran, was ist okay, ist alles. Die Nackenzähne? Ja, Nackenzähne. Oder auch ein Kuss? Auch ein Kuss, versprochen. Und so, ich zwing sie so authentisch zu spielen, dass man ihr glaubt, dass du es ihr glaubst. Okay. Auch noch Kuss jetzt, ja. Komm. Okay. Okay, Deal. Okay. Oh. Mann, sag mal, hast du einen Rad ab, ey? Oh Gott. Okay, die Fische haben mich. Danke. Ja.